Moin Moin, ich bin der Weltmann, ich bin der Russian Wolf FP, willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 2. So, wir sind immer noch in unserem Lancia Stratos da und es ist sehr schönes 2D-Gras und 2D-Blumen. So, und bevor wir unser nächstes Auto kaufen oder tunen, ich weiß nicht, ich kann weiß nicht, das Auto wir noch nehmen werden, haben wir noch einen Wii-Spin. Und wir kriegen 33.000, das ist nice. Natürlich mal zwei Dank VIP-Bonus. So. Jetzt gucken wir erstmal, was für ein Auto ich mir nehmen werde. Oder wo wir als nächstes hinfahren könnten. Ich meine, wir waren hier in St. Martin. Oder? Wo war St. Martin? Keine Ahnung, hier irgendwo oder so. Der da, St. Martin. Da fahren wir wahrscheinlich nach Nizza wieder. Einmal quer durchs Land. So, Komm rein, Mann. Halt's mal. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir mein Röschenwatt lutschen? So, Nizza. Alles klar, der Champion hat eine Ansage gemacht. Diese Autotour führt nach Nizza Massena. Seht genau hin, Nizza ist eine der schönsten Städte der Welt. Ja, so, mal gucken, was wir hier fahren könnten. Muscle Cars könnten wir mal wieder fahren. Vielleicht. Hot Hatches hatten wir schon. Track Toys will ich nicht. Classic Racers. Da haben wir ja schon zwei Scheunenfunde. Jo, GTO. Der ist ja gratis. Ich weiß nicht. Oder doch Master Cars. Was haben wir denn eigentlich bei Retro? Ja, da haben wir so eine komische Cobra. Achso, solche Karren. Retro sind wir eigentlich noch nicht gefahren, oder? Ich glaube nicht, nein. Dann können wir eigentlich Retro fahren. Nur welchen Wagen? Nein, den haben wir, aber der gefällt mir nicht so wirklich. Eine ZR1, eine alte Firebird, Camaro. Oder doch so eine Viper. Oder doch ein Buick. Ich weiß nicht. 8000 oder der, ich weiß nicht. Komm, wir nehmen einfach hier, oder? Ach, wir nehmen einfach die Camaro hier. Ja, obwohl, den lieber hier nicht kaufen, weil sonst geht's direkt los mit der Autotour. Mein Gott, aus wie viel Menüs man hier rausgehen muss. Hey, so. Na, ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Drückst du eine falsche Taste, bist du wieder aus 300 Menüs raus. Gott im Himmel. So. C. Den hier wollte ich, genau, den Camaro. Und gibt's die Top-Key-Lackierung schon? Das sieht mal geil aus auf dem Wagen. Blaue Flammen, rot-blau, bar. Gibt es hier nicht die Top-Key-Lackierung? Echt nicht? Mal gucken. Eine. Na. Ja, mal gucken. Warum? Was feiern die da draußen? Weiß mit roten Streifen. Ich nehme mal jetzt von der anderen. Ja, das ist dieser Zierstreifen da unten. Oder. Ey! Komm, zeig nochmal von innen. Außen meine ich. Oh,
Baby kackbraun. Ja, obwohl das ist nicht so wirklich braun, oder? Ja, doch, eigentlich schon, keine Ahnung. Komm, ich nehme einfach mal die Farbe, scheiß drauf. Boah, regt das auf, wie die da draußen rumschreien. Oh mein Gott, ey, warum hört man die überhaupt? Ist das irgendwie so ein Soundbug oder was? Hey, nicht so schüchtern. Komm rein, damit wir ihn aufpolieren können. Alter, ich gehe aus dem Menü hier raus. Scheiß Soundbug. Meine Fresse, Alter. Hey, wie läuft's denn so? Was kann ich für dich tun? Du weißt, was du für mich machen kannst. So. Ein V8 kann man hier reinmachen oder einen anderen V8. Antrieb natürlich, Allrad kann man machen, aber mache ich nicht. Twin Turbo oder Rootstar da. Bodykits gibt's wahrscheinlich nichts. Nein. Ja, typisch. Am Motor gibt's natürlich die zwei. Jo, jo. Oder das gar nicht mehr so schlecht auf dem Wagen aussieht. Ja, komm, das machen wir mal drauf. Das ist nicht so eine große. Nicht so ein großer Buckel. So, da kommen ein paar gute Reifen drauf. Der Wagen hat. Da wird ein bisschen mehr Grip haben, meine Fresse. Ey. 345er hinten. Na ja, Grip kriegt. So. Felgen. Nee. Diese blöde Ploppen in dem Menü. Was könnten wir denn drauf machen? Die hier, ja, die hier machen wir drauf. Ist noch viel leichter. Auf jeden Fall kommen die ein paar Zoll größer. 17er, sehen nice aus. Ja, 17er auf beiden Achsen. Und jetzt wieder der übliche Shit. Alter, wir sind schon auf B. Ja, okay, der war schon auf C. So. Immer diese blöde Rumgelegge. So, komm, hau die Bremsen rein. Mann. Tiefer. Ja. Sieht sehr nice aus. Auf jeden Fall kommen hier ein paar Stabis noch rein. Natürlich auch. Boah. So, dann kommen noch ein paar Streben rein. Und der wird auf jeden Fall leichter. 1,3 Tonnen wiegt er noch. Jetzt Power. Der Auspuff bringt da richtig viel. Vor allem ist er sau leicht. Schwungscheibe auch noch rein. Und jetzt noch Kolben. Jawohl. Mehr Hubraum. Ja, passt auch noch. 6,2 Liter. Und noch Ventile, perfekt.
Sehr nice. Tuning noch. Ein bisschen Tuning. Warum ist er so hart auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt? So. Dann tiefer. Die hintere Achse etwas weicher. So wie die Dämpfung. So, und das Diff lassen wir so, wie es ist. Und jetzt noch eine Lackierung. Ich suche einfach mal so und mal gucken, was es hier für eine gute Scheiße gibt. Batman. Warum hat noch niemand so einen Top-Killer-Kion gemacht? Aus dem Special, wo die durch die US&A gefahren sind mit Gebrauchtwagen. Mein Gott. Ach. Lassen wir den einfach so in dieser Farbe und erkennen noch ein paar Teile. Aus dem Spiegel kann ich lackieren. Okay, da verschwindet der Streifen leider. Auch wenn ich die Felgen lackiere. Nein, okay. Da bleiben die zum Glück da. So, dann machen wir mal matte Felgen und die schwarz. Ja. Und die Scheibentönung machen wir auch schwarz. Sehr gut. Dann sind wir schon fertig. Gut, dann geht es nach Nizza, wollte ich, ne? Zu den Retro-Muscle-Cars. Das ist mal eine komische Farbe, ey. Kackbraun. 15 Kilometer da fahren, jawohl. Ah, der hat einen geilen Sound. Automatikgetriebe, da bewegt sich nichts. Da bewegt er nicht die Hand. Wow. Okay. Alles gut. Und ein Foto machen. Also das wird gut, glaube ich. Mit dem Feuerwerk im Hintergrund. Ja komm, nehmen wir einfach mal so. Sehr nice. Und jetzt noch die 40 Kilometer fahren. Fuck this system. Oh shit. Wow. Okay, kein Baum rammt, wie auch irgendwie so, ich keinen Baum getroffen habe. War nur Glück. Wie immer halt. Ach, das Spiel sieht einfach geil aus. Wow, das war knapp.
Du. Na komm, wie viel schaffst du? Was ist dein Topspeed? Ich hab sogar noch einen Gang, ey. Und den brauche ich, glaube ich, gar nicht. Oh, da kommt ein Tunnel. Moment. Ja, die Massacres haben einfach auch einen richtig geilen Sound. Oh Gott! Wieder runter von der Autobahn. Runter driften, besser gesagt. Boah. Warum bremst der da auf einmal? Ah, hier können wir ein bisschen in die Kurven driften. Nizza ist eigentlich richtig gut zum Driften. Außer wenn man es übertreibt. So, und wir sind da. Das hier ist die 80s and 90s Muscle Meisterschaft. Such dir aus, welches Rennen du zuerst fahren willst. Ja, fangen wir mal wieder mit einem Rundenkurs an. Diese Soundlags, meine Fresse. Jetzt fängt es noch an zu pissen. So, los geht's. Erstes Rennen. Natürlich ist eine Viper ganz vorne. Und wer fährt denn mit? Keiner, den ich kenne. Warum hat die KI immer keine scheiß Probleme im Start, ey? Keine Traktionsprobleme. Das ist doch Bullshit.
Ah, gut geschnitten, die Kurve. Alter, überall ist einer und in jedem fahre ich einmal rein. So, komm schon, wir sind fünfter. Kurve fast verkackt. So. Ja, schneiden. Jawohl. Da sind wir erster. Wow, Dead Drift, though. Nice, viel besser als das vorige Mal. Fällt sich eigentlich auch ganz gut. Kontrollierbar. Aber das Rennen haben wir im Sack. Jawohl. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Das geht wieder gut, EP. Und den nächsten Level up. So, komm schon, gib mir was Gutes. Ja, genau. An den 100.000 vorbei gibt er mir 16.000. So, nächstes Rennen. Das Straßenrennen hier. Natürlich war da einer. Alter! Die gucken auch nicht in den Seitenspiegel, die KI. Die wenden ja einfach mal. Und der leckt rum. So. Los geht's. Natürlich bei Nacht und nasser Straße. So, das war ein halbwegs guter Start. Und wir sind schon Vierter. Und das ist nach der ersten Kurve schon. Wow.
So, noch an dem Buick vorbei. An dem hässlich aussehenden Buick. Ey, ich dachte, ich ramm den nicht. Shit, Bodenwellen. Wir driften einfach um die Kurve. Jawohl. Wow. Sehr gut genommen, die Schikane. Obwohl ich das nicht so machen wollte. Noch hier die letzte Kurve. Haben wir das dann locker gewonnen. Ha, gut gemacht. Du hast das ganze Rennen kontrolliert. Mit 4 Sekunden Vorsprung. Wie die da wieder die Funken gesprüht sind. Wenn du so ein komisches Metallding umfährst. So, ein Rennen werden wir sicherlich noch schaffen. Na, ich würde sagen, wir porten uns zum Geländerennen. Machen dann das Straßenrennen zuletzt. Oder als letztes. Habe ich das gerade richtig gesehen? Jo, warum spiegelt... Moment. Warum spiegelt der Schotter hier den Wagen? Nur weil der nass ist, oder? Wenn der nass ist, ist das Matsch. Dann spiegelt das doch nicht, ey. Oder irre ich mich hier? Naja. Jetzt ist es auf einmal Sonne. So, auf geht's. Das Geländerin. Alles guter Start, jawohl. Ach, das ist jetzt auf einmal ein Cross-Country oder was? Na, da hat die KI die Kurve aber auch verkackt. Mehr oder weniger. Jump. Auch nochmal. So. Da drin werden wir gewinnen, wenn er jetzt nicht hier vorbeizieht. Scheiße. Scheiße. Warum ist hier vorbei? Fuck. Okay, er ist vorbei. Weil ich kriege ich noch. Auch wenn es so sein muss.
Na. Genau, ich habe auch die Ecke voll erwischt. Alter, ihr kommt hier nicht vorbei. Das könnt ihr euch abschminken. Ja, ich habe gesagt, ihr könnt das euch abschminken. Alter. Ja, danke für den Schubser. Oder auch nicht, du Fotze. Drecksneger. Prima, das war ziemlich gut. Naja, immerhin sind wir noch Erster. Gut. So, ja, okay, der reicht aus, gut. So, da würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Forza Horizon 2. Das war Daniel.